Das ist eine Revolution. Ja, eine R18 1800cc steht drauf. Was das alles heißt und warum das Motorrad so schwer ist, das werden wir gleich mal erfahren. Ist auf jeden Fall eine absolute Revolution aus dem Hause BMW. Wir haben sie heute mal hier in der Vorstellung und wir haben einen Produktspezialisten von BMW dabei mit dem Thomas Dexheimer. Wenn ihr beide euch mal vorstellt. Hallo, grüß dich, ich bin der David. Ich bin im Moment mit der R18 auf großer Deutschlandtour und heute eben hier bei Dexheimer. Thomas. Ja, und ich bin der Thomas. Wie aus anderen Videos schon bekannt. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist komplett aus Metall, das Motorrad. Das ist wirklich alles, was da nach Metall aussieht, ist auch Metall. Also das ist was richtig Solides, was wir da auf die Beine gestellt haben. Ich zeig mal gerade was, Thomas. Wenn du mal gerade so lieb bist, das mal vor und zurück bewegst. Da vorne ist nämlich so ein ganz kleines Detail, wenn man es bewegt. Das ist alles sichtbar. Sensationell. Der freiliegende Kader. Nach über 50 Jahren bringen wir das wieder in einem Serienmotorrad. Schaut euch das mal an, wie das ausschaut. Und das Ganze ist glanzvernickelt, so wie wir das früher gemacht haben. Deswegen ist es so leicht gelblich-golden, das Ganze. Also sensationelle Geschichte. Das ist ja Wahnsinn. Also da ist jetzt nichts irgendwie bestehend aus Kunststoff, was nur so ein ganz kleines bisschen überlackiert ist mit Chrom oder so? Nein, an dem Motorrad ist nichts fake. Alles, was nach Metall aussieht, ist Metall. Wahnsinn. Also ich zeige nur mal gerade mal hier diesen entsprechenden Deckel. Wäre es sinnvoll, sich ein solches Motorrad zu kaufen und sich einfach mal in die Garage zu stellen, mal für 100 Jahre? Das kann man machen bei dem Motorrad. Das ist ein Sammlerstück. Und hier haben wir auch diese First Edition und die ist besonders wichtig. Warum? Ja, weil es die bloß am Anfang gibt. Okay. Und das ist der Start. Ich muss da einhaken. Man kann sie in die Garage stellen, aber es wäre viel zu schade, weil dieses Motorrad fährt so geil, dass es einfach nur Spaß macht. Ich zeige das mal gerade von vorne, denn wenn es kommt, es sieht so aus, als wäre ein Flugzeugmotor drin. Könnte das sein? Ja, wer unsere Geschichte verfolgt hat, der weiß ja, was wir früher so gebaut haben. Und das sieht schon sehr danach aus, aber es ist einfach der größte Boxer aller Zeiten im Motorradbau. Der ist riesig, oder? Sensationell. 1800 Kubik und allein schon das Auftreten sagt, ich bin hier. Genau, es ist jetzt kein Understatement-Motorrad, es repräsentiert richtig was und wenn man damit vorfährt, dann fällt man natürlich auf. Ja, jetzt hier in der Pfalz zu sein, ihr habt es entsprechend vorgeführt, wie waren jetzt die Reaktionen von den Menschen, wo ihr es gezeigt habt? Die sind begeistert, die knien nieder vor dem Motorrad, die wollen gar nicht mehr weggehen. Die sitzen einfach auf der Couch, schauen sich's an und genießen diesen Anblick. Es ist einfach ein bildschönes Motorrad. Die entsprechend meisten wollen es jetzt fahren, aber es ist noch nicht zugelassen im Moment, oder? Noch darf es nur ein ganz ausgelesener Kreis fahren, aber Ende September wird das Motorrad hier stehen und dann ist sicherlich auch möglich, mal eine Probefahrt zu machen. Ja, wir fangen einfach mal an. Das heißt, hier sind natürlich Anleihen aus der Vergangenheit mitverarbeitet worden, aber ist es entsprechend Technik vom Jahr 2020 drin? Logischerweise. Wir bringen hier nicht ein Motorrad von 1936 auf die Straße, sondern eins, das klassisch aussieht, aber moderne Technik verbaut hat. Fängt schon vorne beim Scheinwerfer an, wenn wir den hier gerade sehen. Sieht man gleich auf den ersten Blick alles voll LED, wunderbares Tagfahrlicht. Wir haben sogar ein adaptives Kurvenlicht hier mit integriert. Also das ist schon modernste Technik in dem klassischen Gehäuse. Das ist heute mit LED-Technik einfach möglich. Speichenräder, so gehört es. So war das früher. Schön in der Mitte die Speiche angesetzt, also auch ein klassisches Element. Ja, das ist ja mal eine Federgabel, oder? Hier. Ja, auch da die Gabelhülsen. Die hatte man früher schon bei den Motorrädern. Die haben die Teleskopgabel geschützt und so macht die das heute auch. Hier gibt es aber im Zubehör auch die Möglichkeit, die Teleskopgabel freizulegen. Also man kann das machen, wie man möchte letztendlich, wie man die Optik haben möchte. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, unglaublich viel auszutauschen und das entsprechend für mich zu tunen, das Motorrad, oder? Ja klar, man kann es customizen, so wie man das machen will, wie man es sich vorstellt. Es gibt andere Deckel dazu, es gibt Machine Parts dazu, andere Deckel, andere Motordeckel vorne, dann andere Sitze haben wir da oder so ein Bobber-Umbau, wo das alles hinten freigelegt ist. Aber was halt hier auch noch so schön zu sehen ist von der Seite, diese Linie von diesem Rahmen. Man denkt eigentlich, es wäre ein Starrrahmen wie bei der R5, aber es ist ein geteilter Rahmen mit einem zentralen Federbein. Unglaublich. Es sieht so aus, als wären zwei Federbeine hinten, aber sind es nicht. Nee, es ist eins. So, wenn wir schon gerade in dieser Haltung sind, hier siehst du einen Hebel. Ein Hebel, okay. Ja, ein Hebel. So, das ist wahrscheinlich Umschaltung der Reservetank. Ja. könnte man denken. Aber das ist der Hebel für die Rückfahrhilfe. Die Rückfahrhilfe? Das Motorrad hat eine Rückfahrhilfe. Musst du dir ja vorstellen, das Teil hat 345 Kilo
und ein bisschen schräg geparkt, ein bisschen weiter nach unten geparkt. Es muss irgendwie wieder raus. Und hier habe ich mit Umschaltung, schalte ich das um und dann kann ich über den Anlasserknopf rückwärts rollen. Ja, ich hatte mal eine K1200 LT, da war der Schwerpunkt so hoch, dass man sie nicht gut fahren konnte mit zwei Leuten. Es gab so einen Kippmoment, das war relativ hoch. Die LT hatte auch so einen Umschalter. Ja, genau. Also ich habe den nie gefunden. Aber es ist aber so, der Schwerpunkt von dem Motorrad ist so tief, es lässt sich gut handeln. Ja, ja, absolut. Ich habe heute gerade nochmal mit dem David gesprochen, also auch die Schräglagefreiheit bis 30 Grad Schräglage ist durchaus machbar. Und da kommen wir schon gut durch die Kurve. Leistung? Leistung, wir haben hier 1800 Kubik und wir haben 91 PS Leistung. 91 PS. Aber ganz entscheidend ist das Drehmoment. Ja. Wir haben eigentlich immer 150 Newtonmeter und bei 3000 Umdrehungen sind es sogar 158 Newtonmeter. Und das ist einfach das Beeindruckendste bei dem Ganzen. Optik, das sieht so aus. Also ich denke mal, dass diese Linien sind handgezogen, oder? Ja, gut, sieht so aus. Also von der Zeit her, wie die Motorräder, die müssen jetzt ja auch relativ viel gebaut werden. Diesmal sind sie nicht handliniert. Das ist jetzt mal. Es könnte aber sein, oder? Ja. Es hätte sein können, sagen wir es mal so. Da ist natürlich der Tacho, der ist elektronisch, da ist natürlich ein CAN-Bus drin, oder? Da ist alles Mögliche verbaut, was halt modern halt gebraucht wird, ganz klar. Und hier gibt es dann auch so ein nettes Feature, wie unsere Fahrmodis gestaltet sind. Rock. Die heißen Rain, Roll und Rock. Rock, da geht's ab, da wird gerockt. Zeig mal die Fahrmodi, wie die entsprechend verstellt werden. Da oben. Warte mal kurz. Da. Okay. So. Rock, Rain and Roll. Also gerade Rock, Rain and Roll. Fahrmodi, das heißt was? Das heißt ganz einfach, wie das Traktionssystem arbeitet. Im Rain-Modus ist es halt relativ früh im Einsatz, unser Traktionssystem, dass man halt nicht wegrutscht. Und im Roll-Modus ist es eigentlich ausgeglichener. Und im Rock-Modus, dann geht es schon ein bisschen anders zur Sache. Und so ein Traktionssystem kommt relativ spät zum Einsatz. Ja, es gibt so eine ganz neue Tendenz, die in Deutschland Einzug nimmt. Elektrofahrzeuge werden jetzt in Berlin gebaut, da werden entsprechende Fabriken gemacht, aber das Fahrzeug wird tatsächlich in Berlin gebaut. Genau, es ist Berlin Built. Es wird in unserem Werk in Spandau gebaut. Da bauen wir jetzt schon seit 1969 Motorräder und auch dieses Motorrad kommt natürlich aus Berlin. Das ist ja Wahnsinn. Ihr habt noch nie so viel Aufwand betrieben für eine Markteinführung wie für das Motorrad, oder? Absolut nicht. Also da habt ihr ja schon gesehen, da haben wir die Leute immer bei der Stange gehalten. Jetzt über anderthalb Jahre ging dieses ganze Projekt mit dem ersten Konzept, mit dem zweiten Konzept, mit diesen ganzen Filmchen, die gezeigt wurden. Und da haben wir uns schon eine riesen Fangemeinde gebaut jetzt für dieses Motorrad. Es ist etwas, wenn das jemand sieht, der vielleicht ein klein wenig älter ist, der vielleicht im Krieg mal so eine, ich sag mal, jetzt ein Motorrad gefahren hat. Ja, BMW hat ja eine unglaublich lange Tradition. Da kommen natürlich absolute Gefühle auf. Ja, das heißt also, egal ob es die 40er, 50er, 30er, 60er, egal was, das ist BMW pur. Und es gibt sowas noch nicht am Markt, oder? Nein, und für so ein schönes Motorrad kann man nicht zu alt sein und man kann auch nicht zu jung dafür sein. Also ich glaube, jeder, der dieses Motorrad sieht, der sieht einfach nur dieses wunderschöne, klassische Motorrad. Das wird in 20 Jahren noch schön ausschauen. Das wäre, wenn es es vor 40 Jahren gegeben hätte, schon schön gewesen. Zeitlos, zeitlose Eleganz. Und da hat man, wenn man dieses Motorrad in der Garage hat, hat man einfach einen Klassiker. Wahnsinn, auch hier vorne der Motor, es sieht so aus. Also es sieht so aus, als wäre es so ein ganz klein wenig größer geworden einfach nur, ja, oder? Ein bisschen überdimensioniert, ganz klar. Das ist der größte Boxer, den bis jetzt BMW Motorrad gebaut hat oder baut in Zukunft. Und das sieht man schon, wenn man auf diesem Motorrad sitzt, was für gewaltige Zylinder das sind. Ich zeig das mal gerade. Das ist ein riesen Motor. Da vorne sind die Stößel oder was ist das? Ja, das sind die Stößelsteuerung. Ja. Für die Ventile einzutreiben. Und das ist kein Fake, die sind das echt? Das ist alles kein Fake. Es ist alles kein Fake hier, alles echt. Das ist ja Wahnsinn, auch da vorne die Schelle, die da dran ist. Warte mal gerade. Früher war das eine Überwurfschraube gewesen mit dem Gewinde. Ja. Das hat man jetzt aber geschraubt, weil das war früher schon ein bisschen anfällig, die Gewinde. Aber es sieht aber genauso aus, wie das früher auch war, mit dieser Überwurfmutter.
Sicherheit und Bremsen. Ja, Sicherheit und Bremsen. Wir haben hier auch ein Teilintegral-Bremssystem. Die Bremsanlage ist von Brembo. Jetzt steht zwar hier BMW drauf, aber es ist von Brembo. Also das nenne ich ja mal Understatement, oder? Ja. Im Brembo steht BMW drauf. Ja, das wäre, glaube ich, mal von der Zeit damals gab es noch kein Brembo. Das wäre schlecht gewesen, wenn man da Brembo draufgeschrieben hätte. Ein Ölkühler. Ja, da haben wir ein luftölgekühltes Motorrad. Ein luftölgekühltes Motorrad. Das heißt, das Getriebe ist dann ölgekühlt oder wozu ist der Ölkühler? Gut, die Getriebe, der Motor ist, hat ja... Komplett. Komplett, ja. Okay. Noch eine Sache, die... Ist nicht schlimm. Ich zeig mal gerade, was da vorne ist. Darf man eigentlich gar nicht zeigen. Da vorne ist was abgeklebt, da steht nur X drauf. Ich zeig's mal von der Ferne. Das ist nämlich kein normales Motorrad, das ist wahrscheinlich Vorserie oder was ist das? Genau, wir haben von der Optik hier schon das Serienmotorrad, aber es ist noch ein Vorserienmotorrad. Die Serienmotorräder, da fangen wir jetzt ja erst an zu bauen. Ja. Also wir haben hier schon die Optik, wie es aussehen wird, aber es ist noch ein Vorserienmotorrad. Sound? Sensationell. Also wenn man da über die Landstraße fährt, das ist so ein richtig schönes... So, ihr habt es gerade eben schon warm gefahren. Du hast aber zu mir gesagt, man muss es so mal 2-3 Minuten mal laufen lassen, damit es mal so ein kleines bisschen sich warm fährt. Der Sound ist kernig. Der ist richtig kernig. Also da steckt schon was dahinter, ja? Genau. Wir haben da Volumen. Wenn ihr mal so lieb seid, das mal anmacht. Vorserie heißt, der Motor läuft. Der läuft, das Motorrad ist zugelassen, ich kann mit dem Motorrad auf der Straße fahren, also... Ich zeig mal gerade das Kennzeichen, was ihr da ausgewählt habt. Da ist zwar jetzt kein Stempel drauf, aber MR18, zu schön, um wahr zu sein. Er ist jetzt relativ groß. Mhm. Ist er schon fast zu groß für das Motorrad? Nein. Warte mal. Das Schöne bei diesem Motorrad ist, dass dort auch Großgewachsene gut drauf aussehen. Das Motorrad setzt ja ein bisschen Masse entgegen, also man kann dann auch sehr, sehr groß sein und... Auch kleine Personen sitzen sehr gut drauf, weil man eben sehr niedrig sitzt. Ich zeige das mal gerade von den Beinen jetzt. So, wir sind ja hier auf dem Privatgelände, das heißt, fahren dürft ihr jetzt nicht, aber der Sound ist. Der Sound ist gut. Sound ist krass, ja. Oder? Mhm, der Sound ist gut. Und auch wieder Euro 5 Norm. Euro 5 Norm. Ja. Brabbel ich nur noch hin, oder? Und es steht ihm unglaublich gut, das Motor, oder? Ja. Stark. Also nur mal allein mal hier die Kamera einfach mal drauf zu halten, das ist schon eine Augenweide. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann man dieses Motorrad hören und immer gut anschauen. Das ist immer was, wo man sagt, ach, das ist, da verliebt man sich rein. Ja. Vom Gasgeber. Dieses typische Boxer. Das ist ein Zweizylinder-Boxer, richtig. Das hört man, oder? Pro Zylinder 900 Kubik. Genau, zwei schlechte eingeschenkte Maßbier. Wir sagen ja immer, unsere Wiesenmasten sind da drin. Links und rechts und die merkt man beim Arbeiten logischerweise. Ja, stark ist auch der Tank-Einfülldeckel. Der geht natürlich nur auf, wenn das Motorrad aus ist, oder? Den sollte man nur dann aufmachen. Der hat ja auch noch ein kleines Schloss versteckt. Okay. Also klassisch zum Schrauben, 16 Liter Tankvolumen. 16 Liter? 16 Liter. Und das Schloss ist so gut versteckt, man sieht gar nichts, oder? Das muss man schon wissen. Da muss man schon den richtigen Handgriff wissen, dass man da hinkommt. Ja. Ja, es ist ganz, ganz reduziert, ganz, wie soll ich sagen, auf der einen Seite ganz, ganz modern, auf der anderen Seite ganz reduziert, sodass wenn einer kommt, der schon unglaublich lange suchen muss bei dem Motorrad. Das heißt, man verbringt allein von außen Zeit damit, oder? Genau, vom Anschauen her, weil es immer wieder eine Augenweide ist. Oder so kleine Details, wie hier, wir haben hier unser Lenkerschloss. Wie früher auch. Ein Lenkerschloss? Ja, wie früher auch, am Lenkkopf. Nichts Elektronik, sondern ein ganz normales mechanisches Lenkerschloss. Das sind so Dinge, was man von früher übernommen hat. Ist ja Wahnsinn, das Motorrad. Ja gut, das Gewicht wäre jetzt mit 350 Kilo in meinem Wohnmobil vielleicht ein bisschen zu schwer hinten drauf, aber das liegt am Wohnmobil. Die Zielgruppe. Also das ist ein Motorrad für jeden, der Spaß am Motorradfahren hat und Spaß an so einem klassischen Motorrad. Also wie gesagt, es gibt keine Größeneinschränkung, da kann es schon mal jeder fahren. Es macht einfach nur Spaß.
jeder, der Spaß am entspannten Cruisen hat, für den ist dieses Motorrad etwas. Ja, jetzt hat er natürlich den Vorteil, er ist nur 1,70 Meter groß. Das heißt, das ist der Grund, warum er die meisten Motorräder verkauft, auch an Frauen. Weil er nämlich sagt, es ist super. Passt drauf, gell. Wenn ich drauf passe, passt ihr auch drauf. Passt ihr auch drauf. 1,70 Meter, der Thomas freut sich wie so ein kleines Kind. Ja. Ihr wolltet schon ein bisschen früher kommen, ja? Das hat sich jetzt ergeben heute, oder? Oder war der entsprechende Termin gesetzt hier? Nee, das war schon so angedacht, dass wir jetzt so Ende September mit dem Motorrad auf den Markt kommen. Roadshow, okay, das heißt also, ihr fahrt jetzt rum durch die Republik, zeigt das Motorrad und wie waren jetzt die Reaktionen bis jetzt? Sensationell, also jeder, der das Motorrad live sieht, ist nochmal mehr begeistert als von den ganzen Bildern, weil es live einfach nochmal eine andere Nummer ist. Man spürt einfach, wie gut das alles verarbeitet ist bei dem Motorrad, wie massiv dieses Motorrad dasteht und einfach wie gut das Design live rüberkommt. Ja, jetzt sind Sie ja nicht in der Zielgruppe, sage ich jetzt mal, was das bitte? Von wegen. Nein, aber ist es so, ich habe Ihnen eben zugehört, Sie kennen da jedes FF, Sie sind begeistert, Sie strahlen komplett, ich kaufe Ihnen das sogar ab. Ja. Das heißt hier, das ist ein Promo-Job, der macht einen Höllenspaß. Ja, das ist schon hier die richtige Lebenseinstellung, das Motorrad. Ich begleite das jetzt schon sehr, sehr lange. Ich bin schon sehr viel mit diesem Motorrad unterwegs gewesen, sowohl mit den Concepts als auch mit diesem. Und ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie so begeistert von dem Motorrad wie von diesem. Das ist einfach, das geht so ans Herz. Das ist was für die Seele. Das ist nicht nur einfach für die Straße, es ist für die Seele, dieses Motorrad. Ja, die Frage aller Fragen ist, fährt gut? Sensationell. Also, sobald der Motor läuft, sobald man da über die Landstraße fährt, ist es einfach nur ein ganz anderes Lebensgefühl wie mit jedem anderen Motorrad. Man legt da nicht Wert auf die Geschwindigkeit, man genießt einfach dieses Dahingleiten, die Natur zu erleben und dieses Brabbeln des Motors zu hören. Ja, da vorne sieht man auch die Blinkanlage, auch das ist wahrscheinlich ein Novum. Da kann ich auch noch eine Kleinigkeit dazu sagen, weil wir gesagt haben, hier ist alles echt. Selbst bei so Details wie diesem Gehäuse des Blinkers, das ist auch nicht Kunststoff, das ist Zinkdruckguss. Also selbst da haben wir Wert drauf gelegt, dass es echte Materialien sind. Ich glaub's nicht. Zinkdruckguss bei einem Blinker, wo jetzt jeder auf die... Also es wird auch jetzt jeder auf die Idee kommen, das aus Kunststoff zu fertigen. Nein, das hier ist aus Metall. So sind wir drauf. So sind wir drauf. Da achten wir auf jedes Detail bei so einem Motorrad. Auch hier. Die BMW-Logos, die sind schraubbar und da könnte man sich ja vorstellen, dass da auch irgendwann mal die historischen Logos dran geschraubt werden. Also die mit den Kupferelementen und dergleichen. Mhm. Also auch das wäre möglich. Wenn da jemand auf die Idee käme. Mhm. So, der Rahmen, der ist, das haben wir schon gezeigt. Kühler haben wir gezeigt, Bremsanlage haben wir gezeigt. Der Krümmer. Der Krümmer. Auch so eine Geschichte. Der ist doppelwandig in dem Fall. Also der wird jetzt nicht so anlaufen, wie wir es sonst von unseren Boxermotoren kennen, sondern der wird diesen schönen Chromglanz behalten. Ihr habt dann alles gedacht. Ja, der Vorteil ist natürlich, wenn ihr das schon so lange baut, das Motorrad, dann habt ihr die Möglichkeit, alles das nochmal zu verändern, was vielleicht in der Vergangenheit aufgrund der Tatsache, dass es halt mal gebaut worden ist, zum Beispiel das Anlaufen von dem Krümmer, das sind alles so Kleinigkeiten, oder? Wo dann niemand sagt, ja, da hat ja mal wirklich einer nachgedacht. Okay, es wird auch nicht so heiß dann da vorne, oder? Oder schon doch? Das wird schon trotzdem heiß, doch. Da sollte man trotzdem auf keinen Fall hinlangen, aber... Bei dem Motorrad, da wurde so viel Herz reingesteckt und Seele. Also da haben die Ingenieure schon an alles gedacht. So, ihr habt ganz viele Spezialkooperationen bei diesem Motorrad. Zum Beispiel habt ihr einen Sitzbankhersteller aus den USA, mit dem ihr entsprechend zusammenarbeitet. Ich kann das individualisieren, das Motorrad, bis zum Gehtnichtmehr. Genau, also mit den Sitzbänken, da arbeiten wir mit Mustang Seat zusammen. Das ist wirklich, da werden die Sitzbänke wirklich in Handarbeit in den USA hergestellt. Bei den Endschalldämpfern arbeiten wir mit Vance & Heinz zusammen, da gibt es einen Zubehör-Endschalldämpfer. Und sonst gibt es unsere Designlinien, die eine nennt sich Machined, die ist immer schwarz mit Alu-Akzenten oder Two-Tone Black ist matt schwarz mit glänzend schwarz. Da arbeiten wir mit Roland Sands zusammen. Also wir haben uns da schon die Fachleute mit an Bord geholt. Ja, heute, ich schaue mal kurz auf die Uhr, am 6. Juli 2020. Die absolute Weltpremiere, kann man das sagen, ein Vorserienmodell der R18. Das kann man sagen. Das ist also wirklich eine Premiere, weil das hat es hier so noch nicht gegeben. Und ich denke auch bei YouTube wird es solche Filme bis jetzt noch nicht so in der Menge geben. Selbst wenn, ja, wir haben es relativ lange gezeigt, haben jetzt mal alles erklärt, aber man kann es erst erleben, indem man es selber fährt. Da muss man jetzt noch ein kleines bisschen warten, nämlich bis wann ungefähr, was denkst du, Thomas? Bis zum 22. September, dann haben wir sie da zum Probefahren. Wenn man die in Deutschland probefahren möchte, bei wem am besten? Bei uns, Dixheimer in Kaiserslautern, Merkurstraße 1. Alles klar, vielen, vielen Dank euch beiden. Okay. Da ist sie und ich laufe noch einmal kurz drum rum. Lasst das Ganze mal wirken auf mich. Ja, das 2020er Modell R18
vorgeführt von jemandem, der sagt, das ist das geilste Motorrad, was er jemals in seinem ganzen Leben gefahren ist. Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Tschüss.